Kolumne, Call of the Auti, Bühe, Stress. Täglicher Stress. Gestresst zu sein gehört in unserer Leistungsgesellschaft fast zum guten Ton. In Wahrheit aber ist Stress ein ernsthaftes Problem. Vor allem Frauen sind gefährdet. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage fühlt sich jede fünfte psychisch stark belastet. Und das ist objektiv zu belegen. Morgens die Kinder zur Schule bringen, dann topgestühlt zum Meeting hetzen, mittags schnell ein Arzttermin und abends die beste Freundin trösten und was bis dahin liegen geblieben ist, wird nachts erledigt. Mit Kaffee hat man sich eher den ganzen Tag auf Hochtouren gepusht. Am Abend hilft ein Glas Rotwein, um kurz runterzukommen und danach weiterzumachen mit der To-Do-Liste. Erschöpfung und Gereiztheit werden zum Dauerzustand. Unterschiede bei Männern und Frauen. Als Roos-Hingwoman-Syndrom bezeichnet die australische Biochemikerin und Buchautorin Dr. Libby Weber das Phänomen, nie zur Ruhe zu kommen. Die Gesundheit und das Verhalten von Frauen haben sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert. Mit Job, Ehe, Hausfrauen- und Mutterrolle ist die Frau von heute mehrfach belastet. Hinzu kommt, dass sie versucht, allem und jedem gerecht zu werden. Dieser ständige Druck, von innen und außen, sowie das irrwitzige Tempo unserer heutigen Zeit können für Frauen extreme körperliche und psychische Folgen haben. Von Natur aus ticken Frauen anders als Männer. Sie sind perfektionistischer und können oft nicht Nein sagen. Mit Alexandra Kautsky-Villa, Professorin für Gender-Themen an der Medizinischen Universität Wien, forscht schon seit vielen Jahren über die gesundheitlichen Unterschiede beider Geschlechter. Stress entsteht im Gehirn, erläutert sie. Hier ist das Stresssystem der Frau wesentlich empfindlicher als das des Mannes. Zusätzlich sind ihre Bewältigungsstrategien schlechter. Frauen neigen zum Stressessen, oder sie greifen schneller zur Zigarette. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass das Stresshormon Cortisol bei Frauen und Männern unterschiedlich aktiviert wird. Geraten bei einer Frau die Sexualhormone aus dem Gleichgewicht, wird sie zum wandelnden Pulverfass. Kommen dann noch Probleme wie ein finanzieller Engpass oder gar ein Schicksalsschlag hinzu, kann das Leben ein echter Kampf werden.